Das Problem ist auch, oh, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich jetzt, oder was? Ja. Das haben wir uns auch damals bei Guild Wars gedacht. Aber es ist, ja klar, ich meine, Guild Wars oder so Rollenspiele sind natürlich auch einfach, ja, so eine Nische, kann man eigentlich sagen. Ne? Es gucken nicht viele Leute, die Leute, die es gucken, die spielen es eigentlich lieber selber. Und es hat ja auch kein Ende, so ein Let's Play, aber wir haben da auch nicht viele Aufrufe drauf gekriegt. Also das hat uns eigentlich auch so ein bisschen, ja, schockiert kann Aber man nicht sagen, aber irgendwo, ich schon. muss sagen, das Guild Wars Let's Play, es hat mir auch irgendwie gar nicht mal so viel Spaß gemacht, wie die anderen Projekte, die wir laufen hatten. Ja. Ja, Es Guild war Wars Let's Playen würde ich jetzt, also so Rollenspiele würde ich jetzt nicht so gerne Let's Playen, einfach aus dem Grund, es hat erstens kein Ende und wenn du dann aufhörst bei 200 Parts, sage ich mal, sagt jeder, ja, mach doch mal weiter, wir wollen das sehen oder so. Und vorher wollen sie es Ja. alle nicht sehen, das ist behindert Ja. irgendwie. Ja, das Also kann natürlich auch passieren. was wir jetzt letztens noch gemacht hatten, das war mal ein Livestream, das haben wir mal versucht oder gemacht, auch von Guild Wars, weil es eben unkompliziert ist, das eben zu spielen oder zu Let's Playen oder wie auch immer, ne? Ich weiß nicht, ob man dadurch vielleicht mehr Leute erreicht. Wir hatten zur Spitzenzeit, die uns gesehen hatten, die Leute waren vier. Zwei davon waren vier. Ja. Und einer war, glaube ich, irgendwie bestimmt ein Mod oder sowas. Ja. Und ja, es ist echt schwierig, da so reinzukommen. Auch wenn man so zum Beispiel diese Netzwerke vielleicht mal anschreibt oder sowas, die lachen einen aus. Ne? Ich habe jetzt mal letztens da bei Game Insight angefragt, wo Commander Krieger ja auch drin ist. Mhm. Und habe eine E-Mail zurückbekommen, Annahme der Bewerbung ist ab 5000 Abonnenten. Da habe ich mich auch Ja. gefragt, wie soll man da hinkommen? Ja, Ja, es ist heutzutage nicht mehr machbar als neuer YouTuber, beziehungsweise als neuer Let's Player, denke ich. Das Problem ist, es gibt so massiv viele, ja, wo dann einfach die Guten unter der Masse der Beschissenen, sag ich mal, untergeht. Ja. Es gibt halt Also. auch viele Beschissene, sage ich jetzt mal, wo dann Ja. Kackmikro haben, die du nicht verstehst und Sound total falsch Ja. eingestellt, aber Bildqualität dann auch noch totaler Müll ist und ich würde mal der sagen, Kommentar. dazu gehören wir jetzt nicht, aber trotzdem haben wir halt keine Chance, da irgendwie hochzukommen, so richtig. Nee. Ja, es war vor ein paar Wochen, gab es bei High Five, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Ja. gab es einen Beitrag, da waren dann Gronkh und Sarrazar dann eben auch drinne und die haben dann auch gesagt, ja, es ist, oder der Fabian hat Gronkh und Sarrazar gefragt, ob es denn schwierig ist für junge oder neue Let's Player Fuß zu fassen in dieser Szene, denn und da kam auch die Antwort, ja, die Leute gucken natürlich das, was sie kennen. Ist ja auch richtig, aber wie will man denn als, sagen wir mal, du sagst von dir, als guter Let's Player auffallen unter was weiß ich nicht was, 1000 neuen Let's Playern am Tag. Ne? Ja. Du musst mal in der Suchmaske von YouTube Let's Play eingeben. Du hast von den 20 Vorschlägen, die da kommen, sind 19 oder 18 Gronkh. Einer ist Commander Krieger und einer ist noch jemand anderes. Du hast keine Chance. Ne, das stimmt Irgendwie, allerdings. ne, also was wir jetzt gemacht haben, was wir nicht direkt bedauern, aber den Schritt, den wir eigentlich nicht gehen wollten, doch aber gegangen sind, wir haben Spam-Mails verschickt. Ja. Ne? Meistens haben wir gute Resonanz gekriegt, so nach dem Motto, ey cool, danke, ihr gefällt uns. Ich gucke dich gerne an oder ich gucke euch gerne an. Das war eigentlich die Masse. Viele haben uns natürlich auch ignoriert, ist auch völlig okay. Ja, Und es natürlich. kam aber auch wirklich nur von ein oder zweien, wo wir jetzt eben 40 oder ich sag mal 60 Abonnenten dadurch dazugekriegt haben, kam wirklich nur, ey, wie, lass mich in Ruhe. Na. Ja, genau. Das Und stimmt natürlich, da bekommt. also für uns war das immer so, wir haben immer gesagt, ey, nee, wir machen niemals scheiß Spam-Mails, ja, da verkaufen wir unsere Seele. Ja. Ne, aber wir erreichen halt sonst an, wir können halt sonst an, die Leute sonst nicht erreichen, ne? Weil man geht halt echt unter der Masse, in der Masse unter. Wie Patrick gerade schon sagte, jemand sucht, keine Ahnung, Let's Play Star Commander, keine Ahnung, irgendwas. Nach irgendeinem x-beliebigen Let's Play. Und es werden dann natürlich auf den ersten Seiten direkt Leute aufgelistet, die schon mehrere tausend Abonnenten haben oder im Falle von Gronkh mehrere hunderttausend. Und keine Ahnung, auf welcher Seite wir dann stehen würden in der Suche, ne? Irgendwo hinten auf Seite 30 oder so, da guckt ja kein Mensch hin. Wenn du Glück hast. Ja. Also, wenn
wenn du überhaupt mit drinne stehst. Und die großen Let's Player beschweren sich dann noch, wenn man irgendwie Werbung unter anderen Videos macht. Also wenn man dann zum Beispiel drunter schreibt, ich mache auch das und das Let's Play, schaut mal bei mir vorbei, und dann kommt irgendwie, du wurdest blockiert oder so, weil die sich darüber irgendwie aufregen und die lassen einem gar keine Chance. Nee. Ja. Vor allem kommen dann auch direkt die ganzen Fanboys der großen Let's Player, die einen dann auch persönlich richtig angehen, was absolut gar nicht geht. Dann fallen schon mal Sprüche wie, ey du, darf ich böse Ausdrücke? Nein, ja, kannst du sagen. Da kommt irgendwie gesagt wie von wegen, ey du Hurensohn, verpiss dich, was willst du hier, bla bla, ich mach dich kaputt, ich bring dich um oder irgendwie sowas, ja. Also ich habe schon mal richtig harte, kranke Drohungen unter manchen Videos gesehen, wo ich mir denke, ey Kollege, was geht in deinem Kopf vor? Du kannst doch nicht hier irgendwelche Leute nach dem Leben trachten, nur weil sie da irgendwie ein bisschen Werbung machen. Ja. Ich meine, mich würde es auch nerven, wenn da irgendwie jemand kommt und unter unseren Videos Werbung macht, denke ich mal, ja. Weil wir jetzt aber auch relativ klein sind. Ja, bei Kleinen kann ich das ja verstehen. Also wenn man sich darüber aufregt. Aber bei den Großen, die bekommen keine Abonnenten abgezogen und die bekommen dadurch keine dazu. Also. Ja, es schadet ihnen eigentlich nicht, ne? Ja. Also was man sich wirklich mehr wünschen würde, ist, ja klar, meine, wenn es bei einem machst, dann musst du es bei jedem machen. Aber was man sich einfach mehr wünschen würde, wäre auch ein bisschen Unterstützung von den Großen. Also das ist. So ein bisschen mehr Community-Gefühl unter den Let's Playern würde mir gefallen. Aber, naja. Wenn das Gronkh bei einem macht, dann muss das eben bei jedem machen. Und das, Das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr schnell sehr nervig werden würde. Ja. So, was soll das jetzt? Achso, das soll. Kleines Häuschen. Mhm. Das Burghäuschen. Mit schön dort drin. Mach ja, mal einfach ein Fenster ins Papier, ne? Brauchen wir nicht. Im Mittelalter gab es auch keine Fenster. Genau. Kacke. Sehe ich auch so. Was? Ich hab gerade ein Loch reingemacht. Ah, okay. Ja. Tja, weiß ich nicht. Ein Bäumchen noch setzen? Oh, vielleicht mal noch Fackeln rein oder so. Ja, Patrick, hau mal alles mit Fackeln voll. Und nochmal, ich setz. Krall mir mal gerade noch ein. Ich mache erstmal ein bisschen Wiese überall. Fackeln, wo habe ich Fackeln? Ich mache keine Fackel. Redstone-Fackel. Hallo? Hab ich keine Fackel? Bumshöhle. Hey. Ey, nicht sagen sowas. Manchmal bin ich hier echt zu doof, hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise klarzukommen. Ja, da sag ich nichts gegen. Ne? Ist doch wieder klar. Ne? Jo. Ja. Mensch. So. Tja. Also Patrick, ich bin noch nicht fertig, ne? Nicht, dass du jetzt hier auf die Idee kommst, hier irgendwie zu sagen, tschüss, das war's. Ich hoffe nur, meine Platte macht da noch mit. Ach so, stimmt. Ja, die ist ja auch noch da. Oh, ja. Die gibt's ja leider auch noch. Jetzt kriege ich nämlich so langsam wirklich Panik ein bisschen. Ach, jetzt habe ich das Gitter schon wieder weggetan. Meldet die Platte sich nicht oder so? Normalerweise melden die sich doch immer. Irgendwann heißt es dann nur, huch, ich bin ausgegangen, Computer. Ah. Oder irgendwie sowas. Mann. So. Pam. Das sieht doch richtig schnieke aus. Kommt man da jetzt noch durch, ja? Ja, cool. Du lügst. Das sieht absolut. Na, ich sag da nichts gegen. Ja, der Eingang, der sieht doch gut aus. Das Häuschen eigentlich auch. Der Eingang, auch. Ja, der Rest. Das Häuschen eigentlich auch, finde ich. Die Flagge können wir ein bisschen ändern, aber. Eigentlich sieht's ganz nett aus. Mein Turm ist natürlich auch nicht perfekt abgemessen und sowas. Hübsch ist es nicht auch nicht unbedingt. Wenigstens sieht man die Flagge von Weitem. Ja, das ist ja das Schlimmste daran, dass man die überhaupt sehen kann. Patrick, ne? Also die Burg an sich finde ich gar nicht mal so schlecht jetzt mal. Oh, echt, du bist ein alter Schleimer. Ich bin ein richtiger Schleimer, bin ich. Warte, ich guck auch gerade nochmal einmal. Kleinen Burggraben haben wir auch. Auch wenn der nur vorne am Tor ist. Lass mal noch hier ein paar Bäume drum pflanzen, Patrick. Wieso? Ich stehe total auf Bäume. Ich finde Bäume klasse. Ich bin nur totale Baumkuschler. Was nimmst du denn? Was nehmen wir denn? Eiche oder was? Nimm du Eiche, ich nehme Fichte. Ja, damit das richtig schön scheiße aussieht. Ah, du siehst scheiße aus. Nein, sehe ich nicht. Ah.
Ah, nee. Mama hat gesagt, ich bin ein schöner Junge. Mhm. Ups. Schon, ja, kommen wir wieder zum Anfangsthema von wegen nicht beleidigen. Ja. Ups. Ja. Ja, sowas machen wir nicht. Ist ja reine Bruderliebe hier. Nee, doch, stimmt. Halt die Fresse, ich hab meinen Bruder schon irgendwo gern. Hallo, oh, das wollen wir gar nicht hören. Ja, ja. So. Ist natürlich total super, vor die Burg Bäume zu setzen, damit man die Angreifer auch ja nicht kommen sieht. Ja, so ja. War das früher. Das war Taktik. Ja. Leute, wir dürfen die Angreifer nicht sehen, lasst Bäume pflanzen. Genau, darum steht die Sparrenburg auch auf einem Hügel. Ja. Ach, jetzt sei ruhig, Patrick. So, mal gucken, was hier noch so hinkommt. Theoretisch müssten wir auch noch einen Brunnen bauen. Ja, hatte ich eigentlich vor, weil ich dachte ja eigentlich, dass wir die Gebäudeschaft hier schön an eine Mauer bauen, damit wir in der Mitte einen Park machen, aber du hast das ja durchkreuzt. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht so sagen, dass du irgendwie Scheiße gemacht hast und dass das alles schlecht ist, also. Mhm. Ne? Man könnte ja eigentlich den Baum hier wegmachen und da hier noch einen kleinen Brunnen hinbauen, aber ich weiß nicht, ob dafür genug Platz ist, je nachdem, was ihr bauen wollt. Und ob das eine Festplatte mitmacht. Ach ne, ich glaube weder das eine noch das andere. Ne? Mach das mit. Ja, hast du auch irgendwie irgendeine besondere Frage, die dir noch eingefallen ist, die du unbedingt stellen möchtest? Nee, oder? Wir hätten jetzt, glaube ich, alles durch. Ja, die Let's Player haben wir auch nochmal genau behandelt, die wollte ich eigentlich auch noch fragen. Beziehungsweise Die Chancen auf YouTube. Ja. Ja, okay. Wie gesagt, als neuer Let's Player. Odium, sagt dir Odium was? Beziehungsweise Jeremiah Rose? Nee, das sagt mir jetzt gar nichts. Echt? Nein. Jemand, der den nicht kennt, super, finde ich gut. Der ist auch jemand, den wir früher eigentlich gerne geguckt haben, aber der dann inzwischen auch ein bisschen assig geworden ist mit dem mehr oder minder großen Erfolg, den er inzwischen hat. Der hat dann sinngemäß gesagt, dass Leute, die jetzt noch ein Let's Play anfangen, mehr oder weniger dumm sind, weil sie eh keine Chance haben. Oh. Ja, und da ist er, ne? Ich glaube, der Sapling ist zu nah an einem anderen Baum. Meinst du? Achso, ja, der hier unten, ja. So. War es das denn jetzt oder wollt ihr noch irgendwas bestimmtes bauen? Ja, willst du uns jetzt loswerden oder? Nee, ich wollte nur fragen. Nicht, dass eure Festplatte auf einmal voll ist. Wir haben alles. Wir haben unseren Redebedarf für heute gedeckt. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Ja, das hört sich doch mal nach dem Plan an. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und für die Teilnahme von Brüders LP an diesem kleinen Let's Ask. Kein Ding. Ja, wir danken für die Einladung und es war uns ein Vergnügen. Ja. Sehr schön, das freut mich. Wir hoffen natürlich, dass wir auch noch viele Parts von deinem Format sehen. Ja ich hoffe es auch. Es ist ja im Moment noch nicht so prall, muss noch ein bisschen ausgereift werden, das Ganze, aber... Ja, aber interessant ist auf jeden Fall, es ist mal was Neues. Ja, der Einheit, ja eben, das ist es nämlich. Es ist nämlich mal was Neues und es ist nicht immer dieses gleiche Let's Play Minecraft, ne? Ja, genau. Und darum haben wir es ja auch eigentlich nur mitgemacht. Ja. Weil es eben was Neues ist, ne? Und es ist, also wenn ihr auch nur mit aufnehmt und es bei euch hochladet, für mich Werbung und für euch Werbung. Ja, genau. Also, eben. Und das werden wir natürlich tun. Sicherlich. Ne? Sebastian! Was denn? Ich sehe dich. Ups, ich habe nichts gemacht. Alles klar, dann von meiner Seite. Okay, von meiner Seite würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Tschüsschen!